Sind 20 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland von der Altersarmut betroffen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Circa 20 Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verdienten im Jahr 2018 ein solches Jahreseinkommen, dass sie einmal später bezogen auf dieses Jahr 2018 eine Rente bekommen, die unterhalb des normalen Durchschnittseinkommens liegt. Das Durchschnittseinkommen im Jahr 2018 lag bei 38.212 Euro. Dass in Deutschland die Menschen zu wenig Geld verdienen, ist ja nun wirklich nichts Neues oder ein Hauptteil der Leute nicht viel Geld verdienen. So gab es im Versichertenbericht 2019 der Deutschen Rentenversicherung eine Aussage, dass das Durchschnittseinkommen der Menschen im Jahr 2017 im Westen bei 32.000 Euro lag und im Osten bei 27.000 Euro. Die Zahlen der Deutschen Rentenversicherung zeigen für 2018 auch wieder eine deutliche Sprache. Rund 20 Millionen Menschen, die in der DAV erfasst sind, verdienten 2018 unterdurchschnittlich. Das Durchschnittseinkommen im Jahr 2018 beträgt, hatte ich schon gesagt, 38.212 Euro. Dafür bekommen Sie einen Entgeltpunkt, wenn Sie so viel verdient haben. Ein Entgeltpunkt bedeutet aktuell 33,05 € Monatsrente pro Monat für ein Jahr. Ja, woher weiß ich das mit den 20 Millionen Menschen? Ich mache kein Geheimnis draus. Ich habe mir den Versichertenbericht 2018 von der Deutschen Rentenversicherung mal zu Gemüte geführt und habe für die alten Bundesländer mal die Statistiken genommen und für die neuen Bundesländer. Und dort habe ich für ein Jahreseinkommen unter 2.500 Euro bis 37.500 Euro Bruttojahreseinkommen mal gerechnet. Und ich komme auf 19,2 Millionen Menschen, die unterdurchschnittlich hier in Deutschland verdienen. Die Verdienste werden wahrscheinlich auch in der Zukunft so weitergehen. Deshalb werden diese Zahlen auch die Grundrente befeuern und ein Teil der Lösung des Problems kann natürlich die Grundrente sein, um Altersarmut zu bekämpfen. Aber viel besser ist es natürlich, wenn wir wesentlich mehr höhere Löhne bekommen. Und da gilt für mich eins: Der Mindestlohn, gewünscht von 12 Euro, reicht bei weitem nicht aus, um dieses Problem zu lösen. Hier unser Rechenbeispiel. Nehmen wir an, unser Versicherter bekommt 12 Euro Stundenlohn, und zwar bei einer 40-Wochenstunde, macht im Monat 160 Stunden. Die 12 Euro Mindestlohn mal 160 Stunden ergibt dann ein monatliches Bruttoeinkommen von 1.920 Euro brutto. So, bezogen auf ein Jahr hat dann unser Versicherter, müssen wir mal 12 multiplizieren, 23.000 Euro Einkommen. Das heißt also, wir nehmen die 1.920 Euro mal 12, ergibt dann ein Bruttojahreseinkommen von 23.040 Euro brutto. Nehmen wir mal weiter an, er würde hier mit diesem Mindestlohn 45 Jahre lang arbeiten gehen. Dazu muss man natürlich wissen, dass wir hier mit statistischen Werten arbeiten, und ein wichtiger Wert ist das vorläufige Durchschnittseinkommen, was wir im Jahr 2020 haben. Das beträgt 40.551 Euro. Jetzt nehmen wir diese 23.040 Euro und teilen die durch das vorläufige Durchschnittseinkommen von 40.551 Euro. Das macht 0,5682 Entgeltpunkte. Diese Entgeltpunkte bekommt unser Versicherter, wenn er für ein Jahr bei Mindestlohn im Jahr 2020 verdienen würde. Wir haben ja gesagt, wir wollen mal wissen, wie das aussieht bei 45 Jahren. Und jetzt nehme ich einfach die 45 Jahre mal die Entgeltpunkte 0,5682 und komme dann auf 25,5
690 Entgeltpunkte. Das sind die Entgeltpunkte für 45 Jahre Arbeit. Jetzt rechne ich mal die Monatsrente aus. Und zwar nehmen wir die 25,5690 EP mal aktuellen Rentenwert, der jetzt noch gilt, im Westen 33,05 Euro mal 33,05. Und das ergibt dann eine Monatsrente von 845,05 Euro. Und das soll die Altersrente sein für 45 Jahre Arbeit bei einem Mindestlohn von 12 Euro, den wir ja jetzt zurzeit noch gar nicht haben. Nähere Informationen zum Thema Altersarmut und Rente finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.